Handyaufnahmen aus einem Flixbus. Sie zeigen, wie der Fahrer Videos auf seinem Handy schaut, Zigaretten raucht und scheinbar die Motorkontrollleuchte ignoriert. Das alles bei rund 100 km/h, zeigt das Navi. Katharina Scheil aus Emmendingen bei Freiburg schildert uns ihre Erlebnisse. Als wir auf dem Standstreifen gefahren sind, weil er so auf seinem Handy fixiert war und dann schon der Leitplanke sehr nahe kam, habe ich schon überlegt, ob ich jetzt einfach mal brüllen soll. Also vielleicht kann man schon so ein bisschen sagen, also zumindest Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert, würde ich sagen. 350.000 Verbindungen täglich bietet Flixbus nach eigenen Angaben an. Dass da nicht immer alles glatt läuft, ist klar. Berichte von Busfahrern, die müde oder unaufmerksam sind, gibt es laut Verbraucherzentrale immer wieder. Gut, man muss feststellen, Flixbus unterhält jede Menge geschäftlichen Beziehungen zu Subunternehmern, die unter der Marke Flixbus bestimmte Strecken dann hier abfahren. Insofern kann hier natürlich es passieren, dass nicht ein einheitlicher Qualitätsstandard derzeit hier vorliegt. Keine einheitlichen Qualitätsstandards? Wir fragen bei Flixbus nach. Also unsere Buspartner stellen die Busfahrer selbstverständlich an. Das ist ihnen überlassen. Allerdings ist es so, dass alle Busfahrer, die für Flixbus zum Einsatz kommen, ein sehr umfangreiches Training durchlaufen müssen. Das heißt, hier wird Service geschult, hier wird Sicherheit geschult. Und auch während ihres Einsatzes bei Flixbus müssen sie immer wieder Schulungen durchlaufen. Ein Einzelfall also? Das bestätigen zumindest viele Flixbus-Kunden am Freiburger Fernbushof. Das Ding ist okay, ja. Und zu dem Preis zweimal. Nein, alles war in Ordnung. Also habe nie sowas gesehen. Meistens habe ich nicht auch auf den Busfahrer geachtet. Ging aber, also ich bin immer sicher angekommen, wenn auch verspätet. Trotzdem ein Einzelfall, der im Zweifel Leben kosten kann. Deswegen hat sich Katharina bei Flixbus beschwert. Tagelang sei nichts passiert, erzählt sie. Dann kam eine Entschuldigung, aber in Form einer standardisierten Antwort. Ich finde diese standardisierte Antwort auf so eine Geschichte mit Handy gucken und Videos angucken bei der Fahrt mit Fotos, also auch mit Beweisen, dass es wirklich passiert ist, das sollte schon eine richtige Antwort irgendwie geben und nicht nur so drei Sätze mit freundlichen Grüßen, Ihr Flixbus-Team. Die Sicherheit der Fahrgäste und Fahrer hat oberste Priorität, entsprechend ist auch der Kundenservice angehalten, solche Fälle direkt zu prüfen. Warum es in diesem Fall nicht geklappt hat, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht beantworten. Dafür können wir uns nur entschuldigen. Ich kann auch nur weiterhin darum bitten, wenn Sie als Fahrgast Fehlverhalten sehen sollten, dann bitte kontaktieren Sie uns über den Kundenservice. Der Fahrer wird in Zukunft nicht mehr für Flixbus arbeiten. Das teilte das Unternehmen mit. Katharina Scheil findet das überzogen. Busfahrer haben einen blöden Job und die sind auch übermüdet und arbeiten ziemlich viel und ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt gekündigt wird oder irgendwas. Ich wollte einfach, dass es vielleicht Konsequenzen hat, vielleicht mehr Schulungen gibt für Busfahrer. Trotzdem sagt Katharina, mit Flixbus will sie eine Weile lang nicht mehr fahren.